Eisermann, die jetzt hier zu uns gekommen ist, mit ebenfalls einem Dreijährigen. Er ist schon Wallach, vom Baricello kommt er, aus einer Mutter vom Aachen. Ein schöner, großrahmiger Wallach. Lass ihn Zeit, er ist doch Dreijähriges. Großrahmiger Wallach, der hier sich ganz gelassen präsentiert. Auch schon bei der Vorauswahl, und das war ja wichtig, meine Damen und Herren, hatten wir die Pferde im Visier und haben festgestellt, dass er auch überdurchschnittlichen Bewegungsablauf hat. Schauen Sie, was er für einen schönen Takt zeigt hier. Kommt jetzt allmählich, wird zufriedener. Kommt ein bisschen mehr ans Gebiss heran. Schön in seinem Seitenbild im praktischen Rechteckformat. Da ist der Sattel hinten nicht auf der Niere, sondern hat wirklich vorne gut Platz. Sie hat schon hier auch Einwirkung auf diesen wunderschönen Baricello. Sie hat hier festgeschrieben, durch seinen gelassenen Art besonderen Auftritt genießt. Das Pferd ist für die ganze Familie sicherlich allen Ansprüchen als Sport- und Freizeitpartner gerecht. Im Training ist er es gewöhnt, mit dem Hänger in fremde Hallen zu fahren und meistert die Aufgaben absolut unkompliziert. Stockmaß circa knapp 1,50. In dieser Größenordnung ist er anzusiedeln. Auch noch ein sehr jugendlich wirkender Wallach. Man sieht es schon am Gesicht, an seinem Ausdruck. Da ist noch viel Potenzial in Entwicklung drin. Aber was er hat eine sehr schöne Halsung, gut verjüngt im Hals, über das leichtere Genick. Groß angelegte Schultern, mächtige Gruppe. Da kann man viel arbeiten, da kann man viel rausreiten. Und auch der Schritt ist altersgemäß schon sehr geregelt. Auch das ist sicherlich eine gute Voraussetzung für einen schönen Haflinger, wie man ihn wünscht. Schauen Sie mal, das ist doch ein guter Schritt. Der ist doch 7,5. Wenn ich so hinschaue, auf Anhieb, das ist doch ganz ordentlich. Und wenn der noch ein Jahr älter ist, wenn er vierjährig ist, dann wird er insgesamt noch geschlossener. Also ein Zukunftspferd mit großen Perspektiven. Stevie, herzlichen Dank. Wir wollen ihn nicht zu überfordern. Die jungen Pferde leiden unter dieser Temperatur. Ja, ich glaube...